Nachdenkseiten. Der KI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Auch der sogenannte geschwärzte Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter des RKIs. Es gab also keine politische Weisung, auf die das RKI hier reagiert hätte. Ja, auch nochmal zu dieser Thematik, politische Einflussnahme, ja oder nein. Aus den ungeschwärzten RKI-Protokollen geht ja schon hervor, dass in diesem fraglichen Zeitpunkt, wenn ich ganz kurz zitieren darf, Reduzierung des Risikos von sehr hoch auf hoch wurde vom BMG abgelehnt. Im Hinblick auf das BMG sollte die Herabstufung aus strategischem Grund zunächst auf hoch und nicht moderat erfolgen. Eine Herabstufung wurde vorher möglicherweise als Deeskalationssignal interpretiert, der politisch nicht gewünscht. Das spricht ja schon alles dafür, dass es eine entsprechende politische Einflussnahme gab. Und jetzt hat ja der Gesundheitsminister auch erst kürzlich wiederum betont, dass es die nicht gegeben hat. Ich glaube, am 25. März meinte er, das RKI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Können Sie mir noch mal herausarbeiten, wieso das für Sie kein Widerspruch ist, diese gerade zitierte Aussage von Lauterbach im März und die zuvor zitierten Vermerke im RKI-Protokoll? Also zunächst nehmen Sie in Ihrer Frage auch die Überschrift der Bild auf und die entspricht happens, nicht ja. unserer Antwort in der Kleinen Anfrage. Sie reden von politischer Einflussnahme und ich habe gerade auch dargestellt bei der Frage von Frau Spiekermann, wie es zu dieser Entscheidungsfindung kam. Ich habe die Antwort in der Kleinen Anfrage vorgetragen und dem habe ich an dieser Stelle jetzt nichts hinzuzufügen. Was mich dann noch interessieren würde, Sie argumentieren ja auch in dieser schriftlichen Frage, ich glaube eine Kleine Anfrage war des CSU-Politikers, dass man sich dagegen, also gegen die Tendenz im RKI gewandt hat, die runterzustufen mit Verweis auf die Überlastung des Gesundheitssystems. Aber jetzt liegt ja, das werden Sie ja auch wissen, eine damalige datierte auf Februar 2022, eine Antwort Ihres selbigen Ministeriums an Herrn Kubicki vor, in der steht, eine deutschlandweite regional gleichzeitige Überlastung trat nicht ein. Da würde mich interessieren, wieso traf denn das Ministerium im Februar 2022 eine ganz andere Einschätzung zur Lage als jetzt im August, Juli 2024? Ich habe Ihnen alles vorgetragen. Ich kann auch noch gerne noch mal sagen, was ich gerade eben vorgelesen hatte. Das Gesundheitssystem war zu diesem Zeitpunkt sehr stark ausgelastet. Das ist die Antwort aus der Kleinen Anfrage. Und den Äußerungen, die ich jetzt getätigt habe, habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, aber meine Frage war, nahm Bezug auf die Antwort Ihres Ministeriums im Februar 2020 an Herrn Kubicki, die im eklatanten Widerspruch steht zu der Antwort, die Sie zwei Jahre später gegeben haben, zweieinhalb Jahre später. Wie gesagt, ich habe alles zu diesem Thema gesagt. Und nee, haben Sie nicht. Pardon, Herr Warweg. Das können Sie dann später aufschreiben, was Sie darüber denken. Gibt es noch weitere Fragen dazu?